Teach me how to shuffle. Hey, wie läuft's? Schön, dass du wieder dabei bist, denn hier gibt's jetzt eine weitere Folge Let's Play Tekken zusammen mit dem Leo. Ich wusste, du hast eine Rüstung an. Na, ja, und trotzdem ein Vegetarier. Entschuldigung. Willst du Apfel haben? Ich habe gar keinen Apfel. Genau. Du fragst mich, ob ich Brot haben will, wenn ich dich geschlagen habe. Das ist verrückt. Du hast mir gesagt, ich soll die Diamantspitzhacke ganz machen. Und genau, und dann nicht wieder verwenden. Na gut. Weil wenn die nachher noch verdingst wird. Und ich mache jetzt den Nuklearreaktor fertig. Und zuvor zeige ich euch mal was. Und dann spüren wir mal, was hat sich verändert. Wer hat ein gutes Gedächtnis? Okay, ich weiß echt nicht, wie das geht. Weiß nicht, also rechts in der Mitte legen und dann das daneben, weiß nicht, boah, ich hab das nur so gesehen. Und ob dann, kommt dann was raus rechts? Ach Mann, oh ja, klar, es kommt nicht raus, weil ich das hier noch in der Kiste mache. So. Ach Mensch. Ja, dann kommt wirklich nicht raus, das stimmt. Was fällt euch hier bei diesem Bild auf? Also richtig, die ganzen Ohren sind weg. Und zwar habe ich mich mal, wir jetzt hier angefangen haben, eine Weile hingesetzt und das ganze Zeug hier mal in den Macerator gepackt und nach in den Ofen, damit das alles mal fertig ist und nicht immer nebenbei gemacht werden muss, beziehungsweise weil man es da sowieso mal schnell vergisst. Okay, also ich weiß es wirklich und dann nicht. Haben wir... Wie bitte? Ich weiß es wirklich nicht, wie das hier ganz werden soll. Ich guck nochmal schnell nach. Das ist doch doof. Ganz kurz. Das was geht denn? Nicht. Warum sollte ich das auch rechts in der Mitte legen? Warum kann ich das nicht einfach so anordnen? Mann, ey. Das geht nicht. Oh, es wird schon wieder dunkel. Legen wir uns mal schlafen? Ja. Ich komme, also ich gehe zumindest in mein Bett. Warte. Ich bin noch nicht zu Hause. Ich muss schlafen. Und ich werde mir jetzt auch endlich mal hier Pressure Plates vor die Tür legen, damit ich immer diese scheiß Türen zumachen muss. Ja, stimmt. So. Ich müsste mir auch so eine coole, obwohl da bräuchst du mal Slimes. Stimmt. Wir haben, wieso Slimes? Sticky Pistons? Oder was? Nee, Slimes. Ja, Sticky Pistons. Slimes brauche ich aber erstmal. Ach, ich habe da ja 7. Das ist ja nur sogar eine Überlegung wert. Das mache ich später. Was ich eigentlich auch noch machen wollte, bis auf die Diamantspitzhacke reparieren, ich wollte jetzt hier unten, ach nee, da hast du ja gesagt, das möchtest du machen. Oder nee, was? Ich mach's einfach auch. Nee, wir wollen den Nuklearreaktor doch nicht in die Mitte des Sees bauen, weil der Leo gesagt hat, dass das sowieso nicht ausreichen wird, um später mal alles rund um den See, was da noch so hinkommt, zu versorgen. Ja. Weswegen wir das doch hier etwas in der Nähe bauen. Das heißt, Treppe runter und dann, ja, direkt halt, also nicht direkt, ein bisschen weiter hinter noch, dann der Nuklearreaktor. Und das wollen wir jetzt machen. Und ich suche jetzt hier noch eine Spitzhocke, damit ich das jetzt wieder ausspachteln kann. Gib mir, oder nimm mal die Diamantspitzhacke, visiere so drauf, also im Inventar, und drück dann mal R und dann nach links oben mit diesen Pfeilen. Und dann steht da, in welches Rezept du nehmen musst, um die zu reparieren. Coverlens das. Hä? Ist überhaupt nicht rechts in der Mitte, aber... Ja, dann habe ich das sieht irgendwie blauer aus. Das sieht blauer aus. Dann guck dir mal das Zeug an und... Türkis. Drück mal auf Rezept von dem Teil, von dem blauen Dust, den du da jetzt hast. Wie der hergestellt, dann mach das, also versuch das mal einfach zu reparieren. Das ist was anderes. Na gut, dann musst du es halt so machen. Aber ist es leicht zu craften? Ich muss mal gucken. Diamant und Kohle macht 40. Na gut, wir haben ja Diamant. Von daher könnte was machen. Genau, hier ist schon Diamant und hier ist Kohle. Gut. Dann machen wir das so. Und ich werde jetzt endlich mal den Reaktor fertig machen. Und zwar brauchen wir jetzt hier, ihr seht schon, das Rezept hier ist fertig. Ne, pack's einfach in irgendeine Kiste rein, die brauchen wir später. Dann in die, wo du vorhin reingeguckt hast. So. Ja, okay, dann, und ich mache jetzt nur noch so schnell zwei Advanced Circuits. Ja, genau. Scheiß Wort. Dann haben wir endlich den Nuklearreaktor fertig. Aber wir werden nicht ihn einfach irgendwo hinstellen, beziehungsweise können wir ihn auch, selbst wenn wir ihn hingestellt haben, noch nicht komplett nutzen, weil wir erstmal das komplette Netz aufbauen müssen dann. Also, beziehungsweise die Maschinen für den, in den Maschinenraum, der noch nicht fertig ist.
Aber wenigstens haben wir dann endlich nach einen Nuklearreaktor. Den Nuklearreaktor fertig. Pass auf, passt auf, Entschuldigung. Im Gewerbegebiet unterm See. Da ist es. Das ist das Rezept. Das ist cool. Wenn man. Oder ich pack's einfach gleich in meine Kiste hier. So, also wenn wir das wirklich hier machen, wir mal, komm mal rein. Dann würde ich das aber mehr. Ich will das nicht direkt in die Mitte klatschen. Aber so. Können wir den später nochmal abbauen? Geht das einfach, oder? Was können wir nachher abbauen? Na, den Nuklearreaktor. Ach so, ne, da war ich mir nicht sicher. Aber wenn wir den einmal gesetzt haben an die Richtung, das geht schon da, wo wir das kurz abgesprochen hatten, da stellen wir das gleich hin. Also Leute, hier seht ihr es. Advanced Alloy in die Ecken. Oben und unten in der Mitte Advanced Circles, rechts und links Reaktor Chambers und in die Mitte ein Generator. Ist doch so, wurscht. Da haben wir den Nuklearreaktor. Und dann wollen wir mal runtergehen und gucken, wo wir ihn hinsetzen könnten oder können oder werden. Das wird dann so der diesen Maschinenraum erstmal vorerst versorgt mit Strom, mit EU's Electronic Units. Scheiße! Was war das denn, Alter? Wieso ist ein Creeper in meinem Haus? Ich hasse es auch, wir haben dieses Höhlensystem nicht ganz sicher gebaut, glaube ich. Beziehungsweise. Was ist das, ey? Der kam aus meinem beleuchteten Zimmer. Will mich verarschen hier oder was? Jetzt ist meine ganze Kiste kaputt. Ey, so ein dummes Scheißvieh. Ey, was soll denn die Kacke? Mann. Ich weiß es auch nicht. Das ist mir, wie gesagt, als bisschen vorbereitet. So, welche. Oh, ich stelle die Creeper aus auf dem Server hier. Geht das überhaupt, dass man nur Creeper ausschalten kann? Keine Ahnung. Das I don't know, weißt du? Ach Mann, ey. Gibt's das hier? Scheiß dumme Kacke, ja. So, ich denke, hierhin kommt er dann. Ach Manno, ey, weißt du, ich mache hier Festbeleuchtung mit 50 Glowstone-Teilen. Ja, aber der wird sicherlich irgendwie aus der Höhle gekommen sein. Das ist mehr, wie gesagt. Ja, der kommt aus meinem Schlafzimmer. Ja, dann ist er durch dein Haus erstmal gewandelt und dann warst du plötzlich wieder im Haus oder keine Ahnung. Ich weiß es noch auch nicht, aber auf jeden Fall haben die keine Scheu, aus den Höhlen rauszukommen und in unsere Häuser zu klettern. Deswegen müssen wir auch mal am besten vor die Türen da zum Lagerraum Pressure Plates hinlegen, damit die Türen immer wieder zugehen. Weißt du wie? Oder am besten sogar Eisentüren nehmen, dann ist es nochmal one more safety. Wir haben sowieso unglaublich viel Eisen. Also wir haben 4,5 Stacks Eisen. Das ist der absolute Wahnsinn. So. So. Okay, ich bastel das jetzt hier mal wieder zusammen. Und natürlich reicht meine... Ach so, und ja, erzähl. Natürlich reicht meine Wolle nicht aus, war ja klar. Ist ja auch immer so, das ist super toll. Ich sagen wollte, Tom, ja. Es tut mir sehr leid. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe dir oh nein. 3 Stacks Kohle geklaut, währenddessen du weg warst. bezüglich der Energieversorgung und Umwandlung über Maserator und Dingsbums, weil nee, cheaten wollte ich es auf jeden Fall nicht und deswegen habe ich einfach das Zeug verzehrt. Nee, hat uns kein Problem. Habe ich das so unserer Kohle genommen. Aber da wir sowieso, und ich erwähne es immer wieder und ich freue mich so riesig drauf, sobald wir den Turtle auch haben, alles in unendlichen Mengen haben. Was? Alles in nahezu unendlichen Mengen haben. Das freue ich mich schon richtig drauf. Das ist toll. Das ist unglaublich. Es ist nearly unbelievable. So, jetzt Leo? Das noch. Ja, was los? Und zwar, hallo Tom, hallo Leo. Meine Frage an euch wäre, was haltet ihr vom Erwachsenwerden? Also würdet ihr am liebsten Kind bleiben oder erwachsen werden? Also MFG Nick, mit freundlichen Grüßen Nick, von Lawbreaker Zero, beziehungsweise Lovebreakast 0. Weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich Englisch ausgesprochen. Ich muss sagen, ich sehe das auch immer noch eigentlich so. Ich wäre lieber noch lange, lange Zeit Kind, weil als Kind kannst du Scheiße bauen, kriegst nicht großartig Anschiss. Du kannst, siehst nicht, du hast nicht so viel Verantwortung, machst dir nicht so einen großen Kopf. Wenn man sich mal überlegt, wie easy das damals in Anführungszeichen so war, damals kann man jetzt noch nicht sagen, wenn es gerade mal, sagen wir mal, 10 Jahre her war oder so, oder 7 oder so. Dass man da, wie man da noch rumgesprungen ist, Grundschule, hallo, das war übelst chillig. Du bist nach Hause gekommen, bist rausgegangen, hast gespielt. Heute kommst du heime, machen massig lernen und dann hast du noch offen einen anderen Schrott. Jetzt bist du irgendwie 18, dann kommt ein ganzes Papierkram. Ja gut, okay, das ist aber bald auch nicht mehr so.
Heftig, deftig, schmächtig. War es bald nicht mehr so. Nee, das Schule ja, aber du hast immer mehr Verantwortung, du musst immer mehr viel, immer mehr Papierkram, was in Zukunft irgendwelche Bürokratie, die du auch persönlich damit verantworten musst und so. Also das ist Also es ist krass nervig. Also ich leg den Nuklearreaktor hier hin. Ich mache aber schnell noch das hier alles weg und da Stein rein. Und dann können wir den Maschinenraum oben mal fertig machen. Und dann schon mal die Kabel legen. Dann müssen wir schon mal Isolated Dingsbums herstellen. Isolated Cables. Und ich glaube, mit dem kleinen Nuklearreaktor, weil wir bis jetzt, das seht ihr gleich mal, das erkläre ich gleich nochmal. Also ich stelle jetzt mal hier hin. Der erste Nuklearreaktor und hier wird er erstmal bleiben vorerst. Für ewig. Vorerst für ewig. So sieht das aus, wenn man den anklickt. So, und das ist jetzt noch ein kleiner, ohne zusätzliche Chambers. Also sobald ich jetzt nochmal Nuklear-Chambers herstelle und die rechts, links, oben, unten, vorne und hinten ran mache, dann erweitert sich pro Chamber so eine Spalte. Also da werden noch, würden noch 2, 4, 6 Spalten hinzukommen. Da wären wir dann bei 9 Spalten, was ein riesengroßer Platz, um ein Setup aufzubauen. Und dieses Setup erkläre ich dann, wenn wir genug Uranium-Cells und Cooling-Cells haben und das erste Mal hier wirklich Strom anmachen. Also dann steigt hier die Party. Alles klar. Jetzt, so, ich mache jetzt, eine Schafsparty. Ich brauche wieder Wolle hier. Diesen dummen, hässlichen Dreckscreeper da. Ach man, ey. Und so kann man auch seine Folge verbringen. Ist das nicht schön? Ja, alles dazu. Ach nee, hier Tom, ist wie mache ich denn das? Immer eine Frage. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Weg vom Lagerraum zum Maschinenraum? Soll ich da einfach in der Treppe, genau in der Mitte, einen geraden Weg machen, sodass man. Wenn du es mir beschreibst, kann ich es mir eh nicht vorstellen. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Lass mich doch mal hier durch, ey. Mann. Dummes. Mann, Alter. Ja, genau. Das passiert nur. Das passiert, wenn du dich in meinen Weg stellst. Dann schere ich dich. So. Okay, jetzt habe ich erstmal 20 graue Wolle. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wir haben unglaublich viel graue Wolle. Sowieso schon. Glaube ich. Nein. Also ich nicht. Du hast meine mal geklaut. Wolle. Du hast meine mal geklaut. Damals. Einmal. Jetzt sage ich schon wieder damals. So, okay. So, jetzt komme ich. Jetzt bin ich oben fertig. So. Was war hier unten? Komm her. Jetzt habe ich schon angefangen, das so ein bisschen vorzuzeigen. So meine ich das. Was ist denn das? Na, so, dass man geradeaus zum Maschinenraum gehen kann und die Treppe aber auch rechts und links runtergehen kann, um zum Nuklearreaktor zu kommen. Wieso ist das oben was, der Maschinenraum? Ich will das alles unten haben. Also ich würde, weil nee, sonst, was bringt denn sonst die Aussicht nach oben? Du bleibst natürlich unter Wasser. Ruhe da oben, ey. Ja, ich weiß. Du bleibst natürlich unter Wasser. Der Maschinenraum ist ja unter Wasser. Und da bleibt er natürlich auch. Der Punkt ist nur, ich will nicht, wenn ich im Lagerraum bin, vom Lagerraum immer die Treppen runtergehen, um in den Maschinenraum zu kommen, sondern diesen relativ, den kürzesten Weg haben. Und, ja, was meinst du denn mit Maschinenraum? Du meinst diese Blubberteile, die jetzt da oben bei dir stehen? Genau, diese Blubberteile. Und du hast doch diese Glasscheiben da schon hingesetzt. Ich will da erstmal nur bis durchgraben. Warte mal. Gehst da runter? Nee, nicht runter. Geh nicht runter. Dann mach's alles aus Holz. Den Weg, oder ja. Wie? Den Weg hier? Warte, ich muss überlegen. Der ist dann ziemlich klein. Na gut. So. Machst du den dann bis hier hin? Ne, oder? Warte mal kurz hier so raus. Tom ist unser Designer, der muss sagen, was schön wird. Ich sag grob, was wir haben. Ich muss gerade überlegen, warte. Ah, ich bräuchte mal eine Spitzhacke und die habe ich noch oben. Ja, warte, du kriegst eine gute, pass auf. Ich habe auch eine oben. Ich habe hier eine Eisenspitzhacke. Na gut. Ganz neu. Okay, dann hau ich das kurz ab. Tom haut kurz ab. So. Hier. Kommt die letzte Treppe. Also hier. So. Aber ich finde jetzt auch wirklich dorthin, wo ich hin will. Ich dachte, es wäre geradezu. Ach, Tom, wo hast du denn dieses Glas hingepackt? Welches Glas? Das Glas im Wasser. Das Glas im Wasser? Ja, also oben an einem großen See. Muss ich von oben gucken. Ja, du kannst du von oben bauen. Dann? Ja. Das wäre nämlich ziemlich doof, wenn man jetzt eine Glasfront woanders hinsetzen. So, nein, stopp. Bis hierhin. So, dann. Schon wieder Nacht, ja? Wir müssen wieder runter. Ja, genau. Das heißt, da unten ist finito. Genau. Das heißt, hier kommt Holz hin.
Zack. So, also ich sag mal so, das seht ihr jetzt eh noch nicht. Das sieht noch total komisch aus, aber... ja, weil... Ich hab schon eine ganz geile Vorstellung, aber... Ich bin gerade außen rum gelatscht, um nach oben zu kommen, bin oben und lauf dann, warum auch immer, durch dieses Loch, was ich gerade gegraben habe und fall wieder runter. Boah. Richtig. Glückwunsch. So, dann so. Muss ich jetzt. Oh, dieses dumme Kuhgemur hier, ey, jetzt mache ich hier diese blöden Geräusche aus, so. Ist mir egal. Ist mir völlig egal. Jetzt will ich meine Ruhe haben. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, oder? Ja, die hat jetzt natürlich, der Creeper hat so ein bisschen die ganze Folge versaut, also für mich. ja, das nächste Mal geht's dann weiter und dann bauen wir dann hier unseren Maschinenraum ein bisschen aus und dann auch den Nuklearreaktor. Oh ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bitte Bewertung nicht vergessen und dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Bye, bye.